Habe ich denn noch zwei von denen? Nee, ich habe nur noch normale Treppen, ne? Gut, nicht so tragisch. Ach, guck hier, hier brauche ich sowieso noch einige. Also, das bedeutet, ups. Lass dir das nicht einfallen, Kollege. So, 12, reicht das? Ich glaube, ne? Eigentlich müsste das genau hinhauen. Blub, blub, nein, blub und blub. So ist, glaube ich, gut. Jetzt muss ich mal gucken, habe ich da links mit einem angefangen schon? Ne, die erste kam wirklich nach der Erhöhung. Okay. Das ist doch möglich. Ach, dann muss ich die auch noch von unten. Das habe ich ja jetzt gar nicht gemacht. Naja, gut, egal. Kommt, kommt, kommt alles. So. Na? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, verdammt. Aber jetzt habe ich hier mehr, ne? Ich habe auf der Seite 3 und auf der Seite 4. Das heißt, den müssen wir um einen verrücken. Bisschen schade, deswegen des Slowstones. Oder wir machen hier einen doppelten. Nee, das funktioniert nicht. 1, 2, 3, doch. 1, 2. Nee, hä? 1, 2, 3. 1. Hä? Nee, das war auch genau richtig. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vier, fünf, sechs, sieben. Es ist ungerade, das ist das Problem. Aber sonst ist es eigentlich vernünftig. Den muss ich wieder wegnehmen hier. Ist echt blöd, deswegen des Glowstones. Also das hier sind 3. Das da hinten sind 3, das ist auch gut. Ja, dann machen wir einfach, einfach einen doppelten hier in die Mitte. Das passt doch. Das passt doch. Dann ist sie wirklich komplett symmetrisch. Eine gute Lösung. Also ich will jetzt nicht ernsthaft drüber nachdenken, sonst denke ich noch dreimal hin und her, aber ich glaube, es passt so. Blub, blub. Und den do. So, dann den. Und blub. Und das Licht drauf. Stein, Fans, Licht. Stein, Fans, Licht. Ein Glowstone zu wenig. Ein zu viel weggemacht. Stein, Fans, also ein zu viel vergeben. Licht. Und Stein, Fans. Genau, Licht geht's nicht mehr. So. Licht. So, jetzt haben wir 1, 2, 3. Abstand von 10. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und dann nochmal 2. Genau. Ja, perfekt. Passt perfekt. Wir müssen nur hier, den hier müssen wir auch noch verdoppeln. Ah, genau.
Schön. Und jetzt können wir versuchen, wie das aussieht. Habe ich natürlich jetzt nicht genug von. Probieren wir es. Wir probieren es einfach. Nicht müde werden, nicht verzagen. Ich hätte ein paar mehr Slabs verwenden sollen, dann hätten wir jetzt noch genug Netherrack übrig. Wie macht man noch gleich den Fans? Ach, dafür muss ich die ja brennen, die Dinger, oder? Dafür muss ich die, glaube ich, brennen. Muss ich mal probieren. Das könnte natürlich dann wirklich eine Weile in Anspruch nehmen. Ich glaube, ich mache erstmal die Stelzen hier fertig. Aber das mache ich jetzt mit Slabs. Genau, es ist nämlich Nether Brick Fence und nicht Nether Rack Fence. Naja, richtig. Habe ich doch schon mal falsch gemacht. So. Ist natürlich auch ein bisschen tiefer hier. Jetzt aber auf dieser Version kann ich auch unter Wasser wieder ein bisschen was sehen. Das ist doch von großem Vorteil. Na, das war falsch. Kannst auftauchen. Ah, ist noch ein Slab in der Ecke. So. Ach, noch einer. Ist ja furchtbar. So. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Gut. Jetzt sehe ich meinen Fehler. Das sind Nether Brick Slabs. Aber es ist vielleicht gar nicht so schlecht. Da und unten wirklich Stein draus zu machen, Stein von zu machen. Ich finde es wirklich gar nicht übel eigentlich. Oben geht es dann über in Netherrack. Das ist doch, das gefällt mir. Also prinzipiell. Das heißt natürlich, ich brauche noch mehr Nether Bricks. Das hier möchte ich eigentlich auch erstmal loswerden hier. Muss ein bisschen größer werden, damit die Brücke auch über Wasser ist. Warum ist eigentlich schon wieder Nacht? Das ist nicht zu fassen. Nein, 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 ah! Fluch noch eins. Komm, mal weg da. Natürlich nicht. Also schon den richtigen am besten. Oh, den falschen. Habe ich jetzt noch einen hingetan? Ist das hier einer? Ja. Ja, 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 ist ja gut. Ah nein, ich war. Oh Gott. Also verhungern, Quatsch, ertrinken. Was ich mit meinem Verhungern habe. Ich meine, diese permanente Angst vorm Verhungern. Gut, dann werden wir jetzt zusehen, dass wir genug Bricks produzieren, Nether Bricks, die wir
schon hübsch. Also mir gefällt das gut. Mit dem hohen Zaun habe ich mich wahrscheinlich ein bisschen zu viel gewollt. Den werde ich wieder ein bisschen entschlacken, aber sonst glaube ich ganz hübsch. So, jetzt hängt der wieder da. Jetzt brauchen wir noch die Stelzen auf der anderen Seite und die Zäune dazwischen, damit man nicht runterfällt. Natürlich auch sogar noch ein paar Slabs dann verwenden auf der Brücke, aber egal. Keep it simple, keep it stupid, hat ein früherer Chef immer gesagt. Also einer meiner früheren Chefs. Ein paar hatte ich ja schon. Keep it simple, keep it stupid. Sehr gut, keine Kohle mehr drin gewesen. Mal wieder nicht aufgepasst, der Olli-Bär. So, der Stein kann, glaube ich, erstmal zum Großteil weg. Und ich glaube, den brauchen wir jetzt auch nicht mehr unmittelbar. Glowstone können wir auch beiseite legen. Bin ich der Meinung. Ja. Clay sowieso. Da, rein mit euch. Holz braucht kein Mensch gerade. Also weg damit. Jetzt ist die große Frage. Wie lange wird das dauern? Oh, na, das wird ewig dauern. Vor allem haben wir dafür nicht mehr genug. Das heißt, ich muss tatsächlich erstmal in den Nether gehen und Nether. Netherbrick Farm, aber warte mal, ich möchte gerne meine Schniedler reparieren. Denn die Schniedler, die sollen mir eigentlich nicht kaputt gehen. Enchantment Cost 11. Naja, so reicht ja erstmal. Ich glaube, der dritte Diamant hat jetzt nicht gelohnt. Die Schniedler. Da haben wir sie. Tja, mache ich das jetzt oder warte ich damit? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich warte damit und mache jetzt erstmal wieder eine Aufnahmepause. Insofern danke ich euch, dass ihr zugeschaut habt. Das nächste Mal kümmern wir uns um die Brick Slabs und um die neuen Nether Racks, Nether Bricks Krempel. Und hole noch ein bisschen was aus dem Nether raus. Also vielen Dank fürs Zusehen, habe ich schon gesagt gerade. Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin steif bleiben und die Jacks out.